Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andi und ich zeige dir heute meinen besten Topf hier im Van, und zwar diesen Stanley Topf. Und warum ich so ein großer Fan von diesem einfach aussehenden Topf bin, das hoffe ich, kann ich dir heute ganz gut vermitteln. Und wer weiß, vielleicht findest du den Topf im Nachhinein genauso genial wie ich. Und dann zeige ich dir natürlich auch, wo du den bekommen kannst. Also, lass uns starten. Ich sag bis gleich. So, schön, dass du wieder da bist. Jetzt zeige ich dir den Topf gerne mal. Und zwar sieht er wirklich ja einfach aus. Es handelt sich dabei um einen Edelstahltopf. Der wurde jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Und wäre auch blöd, wenn nicht, weil hätte ich mir gar keine Meinung dazu bilden können. Man sieht natürlich jetzt hier unten drunter, ist der schon leicht verdreckt. Ich zeige ihn dir auch gleich mal aus der Nähe. Allerdings liebe ich diesen Topf so sehr, weil der so viel in sich hat. Und ich zeige dir gleich, was ich damit meine. Aber zum Äußeren erstmal. Er hat auch eine Skala von außen eingestanzt. Und zwar, ich lese mal ab. 473 Milliliter, 710 Milliliter, 947 Milliliter und 1200. Erstmal vielleicht dazu, warum stehen diese krummen Angaben da drauf? Warum nicht 500 Milliliter, 750 und 1000 und vielleicht auch noch 1250? Das ist ganz einfach. Der Topf ist ein amerikanisches Produkt. Die Marke Stanley gibt es da schon sehr, sehr lange. Und scheinbar ist für den Amerikaner das bekannteste Produkt, weil es der Opa schon hatte, so eine Thermoskanne, eine grüne, ja, in der dann eben Stanley eingestanzt war. Und dementsprechend sind die Angaben auch nochmal drauf im amerikanischen Format. Ich zeige dir, wie gesagt, das Produkt nachher nochmal aus der Nähe, dass du es dir genau anschauen kannst. Und da macht es dann natürlich Sinn. Ja, dann sind die Angaben hier 16, 24, 32 und 40. Für uns heißt das lediglich, wenn man jetzt 473 Milliliter hier liest, braucht aber 500, muss man halt einfach einen Schuss mehr reinmachen. Ja, 473 Milliliter wäre zum Beispiel hier die untere Stanzung. Ja, der Topf fasst also insgesamt 1500 Milliliter, also anderthalb Liter. Allerdings arbeiten kann man nur bis maximal 1200. Das empfinde ich auch als maximal sinnvolles Maß. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an Wasser denke, das man zum Kochen bringt, dann blubbert das ja. Und dann spritzt es über, wenn es mehr wäre als bis hier. Den habe ich sogar mal auf einem offenen Feuer stehen gehabt. Das kann man mit Edelstahl ja durchaus tun. Und dann kann man hier sehen, dass zwischen den Buchstaben hier tatsächlich noch Reste von Ruß zu erkennen sind, die ich aber gar nicht mehr rausschrubben kann. Ja, ich komme da gar nicht mehr ran, weil es feiner gar nicht mehr geht. Aber ist absolut kein Qualitätsmanko oder dergleichen. Ist ja auch ganz normal. Man sieht auch, wenn man genau hinschaut, Verfärbungen hier am Topf, gerade im unteren Bereich. Ja, also hier sieht man das sehr gut. Ist halt gebraucht worden und dann verfärbt sich Edelstahl halt auch. Macht aber überhaupt nichts, tut dem Topf als solches auch überhaupt keinen Abbruch. Und ja, jetzt gehen wir mal näher ran. Ja, sieht man jetzt auch nochmal den Deckel. Und den Deckel finde ich aus zwei Punkten schon mal gut und auch gut durchdacht. Und man kann durch diese Löcher Wasser abschütten. Das ist schon ein wirklich großer Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen normalen Töpfen alleine. Also damit koche ich tatsächlich lieber mit dem Topf hier, als mit einigen, die ich sogar zu Hause in der Küche stehen habe. Das ist Wahnsinn, aber ist wirklich so. Alleine wegen dem Deckel, das ist schon toll. So, gleichzeitig ist der ganze Topf an sich geschützt, gesichert mit dem Griff als solchem. Der ist halt hier verankert und hier festgestellt. Und sobald ich hingehe und ziehe das hier mal nach vorne, kann ich hier das zusammendrücken, den Griff, und kann den rausklappen. Und jetzt ist der sozusagen der normale Topfgriff. Und nächster Vorteil ist dann, kann ich das hier auch wieder feststellen, ja, indem ich es einfach nah ranschiebe. Und jetzt kann ich es auch nicht mehr aus Versehen zusammendrücken, sodass der ganze Topf da rumeiert. Ich meine, in diese Richtung funktioniert es sowieso. Wenn ich das nicht zusammendrücke, selbst wenn ich es zusammendrücke und hebe so an, passiert auch nichts. Ja, aber dann kann es in die andere Richtung. Ne? Aber ansonsten, klar, schiebt man es runter und dann ist selbst das nicht mehr möglich. Gleichzeitig, und jetzt kommt eigentlich das Herzstück des ganzen Topfs, und das liebe ich so an diesem Topf. Wenn ich jetzt den Deckel mal abmache, den lässt sich dann ganz einfach abheben, der liegt nur lose auf, dann sieht man hier zum Beispiel in dem Topf schon das erste Brettchen, das einem da entgegenschaut. Der Topf ist wirklich bis zum Rand sinnvoll gefüllt, und zwar für zwei Personen, und dafür passt auch die Menge ja mit 1,2 Litern reines, wie gesagt, Kochmenge beziehungsweise 1,5 Liter insgesamt das Fassungsvermögen. Perfekt hin. Mit zwei Personen ideal. Ja, wenn ich jetzt hier diese Brettchen mal rausnehme und die mal auf Seite lege, na, dann sehe ich auch, ich zeige es dir nochmal anders, die sind halt von innen hohl, um Gewicht zu sparen, sind aber trotzdem erhaben und erhöht, dass man also dann einen Abstand auch zum Tisch gewinnt, als Beispiel. Oder da was Heißes, eine Tasse drauf absetzt, das geht auch. Man beschädigt dann trotzdem nichts, auch im Van oder dergleichen. Also man kann da wirklich das Ganze auch als Untersetzer benutzen. Dafür ist aber eigentlich nicht gedacht, es ist wirklich zum Schneiden gedacht. Und man sieht auch hier wieder, da muss ich mal rumkommen, damit ihr das auch wirklich sehen könnt.
Ja, also wurde wirklich rege genutzt. Also da wurde schon mit scharfen Messern drauf umgeschnitten. Ich versuche natürlich, das immer zu vermeiden. Also wenn ich hier im Van bin zum Beispiel, dann nehme ich natürlich bevorzugt ein anderes Brettchen, um die hier einfach zu schonen. Ja, aber auch die sind outdoor tatsächlich schon im Einsatz gewesen. Kommen wir aber zum nächsten Punkt. Und das ist auch ausgeklügelt eingesetzt. Ich zeige es nochmal so. Ja, man sieht hier, dass das wirklich bis zur Oberkante ausgenutzt wurde. Und die Brettchen hier die Aussparung haben, um das hier wiederum, so, damit das hier alles so reinpasst. Ich finde das so genial gemacht, denn man wollte bei dem zweiten Teil, was ich jetzt zeige, also hier bei diesem, das ist so ein Kombi, habe ich noch nie gesehen vorher, das ist fast schon ein bisschen am Puzzle, aber ist super cool. Ja, ist zum Beispiel ein Pfannenwender mit drin, eine Siebkelle oder halt eine Suppenkelle, ja, einen Nudelhaken, wie man es so will, alles in einem. Wenn ich diese Teile jetzt mal rausdrücke, also man hat hier, ja, so Klemmen, die drückt man und schiebt die Teile einfach so raus. Ne? So. Prima. Dann hat man die. Und jetzt kommt zum Beispiel hier schon mal der für die Soße, falls man eine gekocht hat, kann man die hier mit ausschütten oder Suppe. Ist perfekt. Oder für Nudeln hier. Gleichzeitig hier nochmal der Pfannenwender. Und den kann ich jetzt zusammenbauen, so wie ich den gerade aktuell auch brauche. Ja? Das heißt also, hier zum Beispiel habe ich jetzt mal den einen dran gemacht, wenn ich jetzt auch die Kelle brauche, dann mache ich so und ich könnte das Ganze sogar dann nochmal so zusammenstecken, sage ich jetzt mal so, ja, genau, passt genau ins Bild, ist eigentlich total genial, dann kann man es einfach drehen, so wie man es braucht und ansonsten, wenn ich mehr Komfort haben will oder mehr Abstand zum Feuer brauche oder dergleichen, na, dann mache ich einfach das Teil ab, was ich gerade nicht brauche und habe dann zwei Aufsätze, die ich dann verwende zum Kochen. Ich zeige es euch auch gleich mal in der Praxis, in der Verwendung. Wie gesagt, ich habe noch vor, mir hier noch was zu kochen, ein bisschen eine Kleinigkeit. Und dann benutze ich auch gerne nochmal die Brettchen, dass ihr wirklich sehen könnt, es funktioniert damit auch wirklich. Man kann damit arbeiten. Und das Gute ist auch, es ist Plastik, es macht also die Beschichtung, das heißt die Beschichtung in Edelstahltopf hat keine Beschichtung, aber man macht den Topf damit auch nicht kaputt und verkratzt den auch nur minimal, wenn überhaupt. Ja. So, aber es war noch nicht alles. Auch hier wäre auch blöd gewesen, wenn da noch was, denn das gefehlt hätte. Denn der Topf eignet sich hervorragend für Suppen und dergleichen. Und dann habe ich hier halt noch zwei wirklich voluminöse Töpfe und Schälchen, aus denen man zum Beispiel aber auch sein Frühstück dann essen kann, wenn man unterwegs ist, auch outdoor, dann mache ich mir hier mein Müsli drin und koche halt abends dann auch wieder das Süppchen da drin. Ne? Und auch wieder zwei Stück natürlich an der Zahl, damit man sich nicht abwechseln muss mit dem Essen, sondern auch gleichzeitig essen kann. So viel dazu. Wir machen jetzt Folgendes. Ich, wie gesagt, koche jetzt was hier. Lasst euch auch gerne mit dabei, dass ihr sehen könnt, wie ich das mache. Kann nur sein, dass ich da gar nicht mehr so viel dann zu sage. Lasst es einfach auf euch wirken und im Anschluss, wenn wir das gemacht haben und ihr den Topf im Einsatz gesehen habt, dann gehen wir nochmal darauf ein, wie schwer das Ganze ist. Ich messe es komplett durch und sage euch dann und zeige es euch auch, was das gesamte Set an sich wiegt und was der Topf auch nochmal einzeln wiegt, falls man sagt, ich nehme den Topf mit, aber lasst die anderen Sachen zu Hause, dass man das wirklich mal einschätzen kann. Okay, gut, dann lasst uns damit beginnen. Ich fange an zu kochen, ich habe nämlich langsam Hunger. Okay, alles klar, bis gleich. So, als allererstes koche ich jetzt mal die Möhrchen, ja, denn die müssen ja am längsten kochen und danach kommen die anderen Zutaten rein und dann geht's weiter. Das geht im Übrigen noch rucki-zucki, der stand jetzt vielleicht 30 Sekunden hier drauf, der Topf. So, und da warten wir jetzt noch ein Momentchen, bis das der Biss so ein bisschen rausgekocht ist und dann kommen die nächsten Zutaten rein. So, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Zwischenzeitlich habe ich noch Kartoffeln mit in den Topf gegeben, doch noch mal ein bisschen mehr Wasser reingemacht. Und ja, mittlerweile sieht es schon vernünftig aus. Schon, generell sehr viel Gemüse einfach drin. So mit der Zeit dann auch Zwiebeln mit angebraten und Champignons mit reingegeben. Und das Ganze ein bisschen aufkochen lassen. Und ja, ein, zwei Tomätchen sind schon drin. Dann habe ich aber gedacht, na, lass sie doch noch mal raus. Weil die zerkochen halt zu schnell. Ne? Ich finde die draußen generell so
der Nähe der Natur, schmeckt alles immer 10-mal besser. Das kann so einfach sein, das Gericht, und es schmeckt einfach bedeutend besser. Man schätzt es auch ganz anders als zu Hause. Wenn man da, ja, ich sag mal, einfach nur im Kühlschrank muss, holt sich was raus. Und wenn man will, ist alles schon fertig vorbereitet. Ne? Oh, ist das nicht herrlich, wenn man aus dem Fenster guckt und hat so einen Ausblick. Und schön hier kocht es und riecht lecker nach Essen. Und draußen diesig, neblig, kalt. Wir haben jetzt Januar. Das ist schon ekliges Wetter. Da ist man dann wiederum froh, wenn man drin ist. Aber ich schätze doch die Nähe zur Natur. Ne? Ja. Und hier kocht es fröhlich vor sich hin. Genial. Einfach, aber sehr gut. So, und jetzt wird es Zeit. Ich brauche den Pfannenwender jetzt langsam nicht mehr. Na, jetzt brauche ich sozusagen viel mehr die Kelle. Und die setzen wir jetzt nämlich dann ein. Das ist das, was ich so mag an diesem Set. Das ist ultra flexibel. Ne? So, dann heißt es jetzt mal Essen fassen. Ich bin heute alleine. Die Brauschen ist nicht mit am Start. Ich lasse es mir trotzdem schmecken. So, kann ich schon ausmachen. So. Ich stelle es mal ein bisschen um. Bis da hinten ran gucken kann. So. Zeig's euch nochmal. Ist das nicht genial geworden? Also hat sich bewährt, ne? Das geht wunderbar mit dem Topf. Ist nichts angebrannt unten drin und ich habe wirklich das Wasser fast nahezu komplett verkochen lassen. Jetzt bin ich gespannt, wie es schmeckt. So, muss ich sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Nur ein bisschen Gemüse ausgekocht, super lecker. Ansonsten wollte ich noch kurz auf die Vorteile vom Edelstahltopf eingehen. Generell keine Beschichtungen, das bedeutet, kann auch nichts abblättern. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit scharfen Gegenständen reingehen würde, soll man natürlich auch nicht, man beschädigt ja das Material trotzdem irgendwie. Aber es ist rostfrei, es hat keine Beschichtungen, das heißt, man isst auch keine Beschichtung mit. So, man kann ja auch nicht beschädigen. Und Edelstahl ist auch nicht im Verdacht, irgendwie ja gefährlich zu sein für den Organismus, wie jetzt bei Aluminium zum Beispiel. Ja. Das gleichzeitig ist das Ding an sich zwar insgesamt mit dem ganzen Zubehör auch schon ein bisschen schwerer, allerdings ist es ja für zwei Personen gedacht. Das heißt, wenn man mit zwei Leuten das aufteilt, indem mal der eine das trägt, wenn man zum Beispiel eine Tour macht, und mal der andere, dann ist es echt okay. Dann kann ich persönlich da nichts Negatives dran finden und dann passt das mit dem Gewicht auch wieder. Aber wie gesagt, wir messen das gleich, wir wiegen das mal. Ich kann nur sagen, für alle, die ultraleicht unterwegs sind oder einfach nur leicht wandern machen wollen, na, sagen wir mal bis 10 Kilo, ich glaube, für die ist das weniger geeignet. Das ist dann einfach zu schwer. Ich denke, das wiegt schon so grob geschätzt ein Kilo auf anderthalb. Ne? Aber für einen Van, also für einen Wohnwagen als solchen, kann das durchaus und ist für mich ideal, weil das Brettchen mit drin ist, die Schälchen sind mit drin. Ich kann alles leicht mit rausnehmen, um draußen vielleicht noch was zu machen. Und wenn ich, wie gesagt, zu zweit eine Tagestour mache und habe vor, da irgendwas zu kochen, dann nehme ich auch dieses Ding mit. Und genial, ich kann das Ding draußen aufs offene Feuer stellen. Und das habe ich auch schon mal gemacht mit einem anderen Stanley-Topf. Und das habe ich auch mit dem schon mal gemacht, da war mal grillen. Vielleicht habe ich davon sogar noch Bilder, dass ich euch die mal reinspielen kann. Ja, zeig's euch jetzt mal. Nochmal eine Ergänzung, es tut mir leid, wir sind noch nicht beim Wiegen, aber was mir gerade aufgefallen ist, dass das perfekt auch ineinander passt. Ja, das heißt also, man kann das Brettchen auch als Deckel benutzen, damit die Hitze hier nicht so schnell rausgeht und trotzdem das, ja, die Hitze schon noch entweichen kann, aber es nicht so schnell auskühlt. Also es ist doch richtig cool, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Aber das ist natürlich ideal, wenn nur einer draußen unterwegs ist und das Essen ist schon fertig, dann packt man es einfach hier rein, Deckel drauf und dann hält es sich zumindest etwas länger warm. Oder
wenn man jetzt zwei Portionen gekocht hätte, hätte ich auch machen können, und möchte gerne die andere Portion am nächsten Tag essen, dann füllt man die hier rein, lässt die so erstmal stehen und auskühlen und packt die dann so mit dem Deckel und dem Schälchen in den Kühlschrank. Also auch das wäre möglich gewesen und ein weiterer Einsatzbereich. Unabhängig davon sieht man mal hier, man kann auch, selbst wenn man es jetzt zu zweit benutzt hätte, alles wieder ineinander packen, schmutzig. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, wie ich jetzt gerade, das hier im Wohnmobil zu spülen, dann packe ich das alles ineinander. Ja, so wie es halt eigentlich auch zusammengebaut wird, wenn man ja das halt eintütet, um es wieder in den Schrank zu packen. Und ja, das nehme ich jetzt so mit nach Hause und habe aber sonst nichts umlegen. Ne? So, von außen ist der Topf ja sauber. Und dann kann ich das Ganze so wieder verriegeln und weiß, da passiert nichts mehr, ich versaue mir nichts. Und ja, dann mache ich das zu Hause oder bei nächster Gelegenheit dann mit sauber. Ne? Im Sommer hätte ich es jetzt natürlich hier über mein Waschbecken, das sich hier unter der Ablage befindet, dann natürlich auch direkt mit gespült. Ich habe da so eine extra Spülwanne nochmal gekauft. Die stelle ich euch auch mal in einem anderen Video vor. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Allerdings, der Topf selber, ich habe den gerade mal gewogen und habe mich erschrocken. Also ich habe den schon gewogen, fairerweise gesagt, mit allem Zubehör, und habe mich erschrocken, was ich eben für Mist erzählt habe. Also Gewicht schätzen kann ich wohl scheinbar wirklich gar nicht. Aber der Topf selber alleine, 293 Gramm, nur der Topf. Das ist aber angesichts dessen, dass es Edelstahl ist, echt in Ordnung. Wie kann man sich das erklären? Naja, der Topf ist recht dünnwandig, ne? Also robust, aber dünnwandig. Und damit ist er einerseits auch schnell auf Temperatur, was ja dann gut ist für die Effizienz beim Kochen und für die Geschwindigkeit für den Kochvorgang. Hat hier wirklich super funktioniert. Ich habe ja auch schon mal mit Alugusspfannen gekocht. Das dauert wesentlich länger. Mit Deckel zusammen, also nur der Topf, wenn man sagt, ich nehme nur den mit und lasse das Zubehör mal außen vor, dann wäre man, ich schiebe es ein bisschen zurück, bei 364 Gramm. 364 Gramm für einen Topf mit 1,5 Liter Fassungsvermögen ist nichts. Gerade unter der Berücksichtigung nochmal Edelstahl. Ja, wir reden ja nicht von einem Titanprodukt. So, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. Wir sagen mal, nee, wir wollen aber das ganze Set mal wissen, wie viel das wiegt. Deckel wieder drauf. So, das ganze Set zusammen 758 Gramm. Da sind wir jetzt nicht mehr im Bereich für ultraleicht und vielleicht auch nicht mehr im Bereich Leichtwandern, aber durchaus noch im Bereich des normalen Wandern für nicht zu lange Touren. Oder wenn man halt hingeht und teilt es auf, dass zum Beispiel der eine den Topf mit Inhalt trägt und dafür der andere was anderes. Ja, das, was man eben zu zweit dann immer brauchen kann. Das wäre sozusagen das Maximalgewicht, wenn man alles mitnimmt. Jetzt gibt es aber bestimmt die Frage, zumindest hat sich mir die dann nämlich gestellt, was ist denn, wenn ich sage, ich bin wirklich allein unterwegs, aber ich will auf das Volumen nicht verzichten von dem Topf. Das heißt, ich möchte den Topf schon mitnehmen, aber eben nicht mit Zubehör für zwei Personen. Und nehmen wir mal an, das Ding will man auch nicht, weil man sagt, das kann ich mir sparen, da gehe ich direkt mit dem Löffel in den Edelstahltopf. Muss man abwägen. Es macht vielleicht dann noch Sinn, dass man sagt, eben für eine Person so, mit dem Deckel, schwupps, dann wäre man im Bereich 508 Gramm. Und das ist dann wieder passabler. Wir haben jetzt, wie gesagt, diese Dinge hier außen vor gelassen für die zweite Person, die man da nicht braucht, und hätte sogar noch in der Schüssel hier Platz, um vielleicht noch was an Lebensmitteln oder so unterzubringen, um das auch noch mitzuführen. Hinsichtlich Packmaß vielleicht auch ganz interessant. Aber was mir eben noch aufgefallen ist, als ich mit meinem Zubehör wiederum experimentiert habe, werde ich euch dann demnach auch mal irgendwann vorstellen, aber nicht jetzt, aber ich zeige euch das trotzdem mal von der Idee. Man könnte auch sagen, man nimmt den Topf mit, weil der das Volumen bietet. Man hat aber immer das Problem, man braucht, wenn man unterwegs ist, wenn man wirklich Auto unterwegs ist, aber nicht, wenn man im Wohnwagen sitzt, wie ich jetzt. Aber wenn ich rausgehe und möchte gerne kochen, dann brauche ich ja auch immer eine Möglichkeit, um Feuer zu machen. Ob das nun ist über Gas, dass ich das koche, oder ob das ist über, ja, über Spiritusbrenner oder halt eben auch über wirklich das richtiges Feuer. Und da gibt es auch so einen sogenannten Hobo. Oder gibt es ganz viele Hobos. Und ich rede jetzt hier mal von einem Doppelvergaser, der rund ist. Und da habe ich eben festgestellt, und ich werde euch den, wie gesagt, in einem anderen Video mal zeigen, das passt perfekt. Und zwar kann ich den Hobo hier reinstellen und der rutscht da ideal rein. Der kommt von der Höhe prima hin. Wenn ich also auf das Zubehör dann verzichte und nur den Hobo mitnehmen möchte mit dem Topf, dann habe ich alles zum Kochen dabei. Denn im Hobo selber hier in der Mitte ist auch noch Platz. Da könnte ich zum Beispiel ein Zunderfuchs auf zwei Reihen machen, ein bisschen Anzündhilfe, falls ich nicht mit Zunderfüchsen arbeiten möchte, Feuerzeuge, Anzündsteine, Streichhölzer, was auch immer, das kann man hier noch mit reintun und dann hätte man alles fürs Kochen dabei, was man zwingend braucht. Also den Topf und die Feuerstelle mit Anzündmaterial und das Geniale ist, ich habe es eben schon mal getestet, man kann den hier dann eben zumachen, dann verriegeln und dann passiert da auch nichts mehr mit. Dann klappert da drin nichts rum. So, und wenn ich dann mal messe, dann bin ich genau bei einem Kilo und habe alles dabei, was ich brauche.
Und das kann tatsächlich wieder Sinn machen, wenn ich mit Feuer arbeiten möchte. Und das ist alles in allem schon echt eine richtig coole zweite Idee und gerade wieder unter der Prämisse zwei Personen auch cool. Also da bin ich dann bei meinem Kilo. Und jetzt muss ich auch sagen, jetzt merke ich, den Unterschied ist dann doch schon recht schwer. So, kommen wir sozusagen nochmal kurz zu einem Fazit. Also alles in allem hoffe ich, dass dir die Vorstellung oder mein Erfahrungsbericht zu dem Topf von Stanley gefallen hat, dass sich das was bringt, dass du selber jetzt abschätzen kannst und einschätzen kannst, ob dir der Topf selber von Nutzen wäre, wenn du den hättest. Den Link zu dem Topf findest du auch unten in der Videobeschreibung und damit kommst du sofort zu dem Produkt und kannst das über Amazon erwerben. Ich hoffe, ich habe alle Sachen erklärt und erwähnt, die mit dem Topf zusammenhängen, die an Fragen aufkommen könnten. Wenn nicht, dann lass mir unbedingt einen Kommentar unten unter dem Video da. Und falls dich generell solche Reviews und Testberichte, Erfahrungsberichte interessiert, dann hau auch gerne auf den Abonnieren-Button und im Anschluss auf die Glocke, dann kriegst du immer Bescheid, sobald ein neues Video von mir online ist. Und ich werde gerade in nächster Zeit, ist mein Plan, ganz viele von diesen Videos machen, um vielleicht dann auch vor Fehlkäufen zu warnen oder wie hier in dem Fall eine klare Kaufempfehlung aussprechen zu können, beziehungsweise zumindest die Vor- und auch Nachteile herausstellen zu können, sodass du besser abschätzen kannst, ob das Produkt für dich Sinn macht oder eben nicht. Ja, super. Wie gesagt, also nochmal, erst auf Abonnieren klicken, dann auf die Glocke hauen und wenn du da möchtest, kannst du auch gerne noch unten unter dem Video in der Textbox sozusagen den Link klicken, dann kommst du zu dem Stanley Topf und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss, mach's gut. Nahezu komplett verkochen lassen, damit es ein richtig schöner, fester Einlauf. Fester Eintopf wird. Und ja. So, muss ich sagen, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut geworden. Aber heiß. Oh, so heiß. Wow. Professor, Moment mal. Ich krieg's nicht auf, ich muss euch weglegen. Ciao. Ah. Oh, das tut gut. Ach, du Reine, nein. So, da bin ich wieder. Aber erst wenn man so gierig ist, ne? Dann passieren solche Sachen. Video vor. Aber das geht jetzt natürlich nicht. Unabhängig davon, so kann ich es jetzt mit nach Hause nehmen. Und das mache ich jetzt auch. Ich Vollidiot hätte vielleicht besser dran gedacht, das Ganze vorher zu wiegen, bevor ich hier anfange, rumzuessen. Aber mich hat der Hunger da einfach überwältigt.